Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Heute kochen wir gemeinsam ein Hähnchengeschnetzeltes. Viel Spaß! Für das Geschnetzelte schneiden wir sämtliches Gemüse fein, bis auf den Spargelbrokkoli. Spargelbrokkoli ist eine aus Japan stammende Kreuzung aus Brokkoli und dem Kohl Kailan. Dieser Brokkoli schmeckt besonders fein und süßlich und ist insgesamt besonders zart. Das Hähnchen in feine Streifen schneiden. Dieses schneiden wir zum Schluss und auch das Brett sollte gleich abgewischt werden, da es sonst antrocknet und sehr schwer zu reinigen wird. Eine Pfanne mit Öl erhitzen und den Stangenbrokkoli darin scharf anbraten. Wir würzen das Ganze mit Salz, Pfeffer und Knoblauchpulver. Wir geben Karotte und Zwiebel dazu und nehmen dafür den Brokkoli aus der Pfanne raus. Das Gemüse kurz anbraten und anschließend das Hähnchen dazugeben. Wenn das Hähnchen halb gar ist, würzen wir das Ganze mit Salz, Pfeffer, Paprika, Curry und geben dann das restliche Gemüse dazu. Wir braten es ein paar Minuten und löschen es dann mit Sahne ab. Nachdem das Ganze ein paar Minuten gekocht hat und wir eine bessere Konsistenz wollen, dicken wir das Ganze mit ca. 2 Esslöffeln Mehl ab oder wir rühren uns stärker an und dicken uns so ab. Kocht nebenbei die Beilagen. Ihr könnt Reis, Nudeln oder Kartoffeln nehmen. Ich habe Nudeln gewählt. Jetzt wisst ihr, wie ich Geschnetzeltes bei mir im Camper koche. Dieses Gericht und viele andere könnt und solltet ihr gerne nachkochen. Für noch mehr Inspiration sind hier gleich 2 Videos. Ich danke euch fürs Zuschauen, euer Chris von Camper Kulinarik.